Wer jetzt selber einen Kanal bei YouTube hat, kann ja eventuell sogar, wenn er jetzt so ein, zwei, drei Häuschen gemacht hat, ein Video drüber machen und das bei uns bei unten eben melden. Und dann gucken wir uns das Video mal an, weil ich bin schon neugierig, was ihr da so draus macht. Ja, und die werden natürlich dann auch die Videos, da machen wir eine Playlist bei uns, würde ich sagen. Wenn Videos kommen, wenn jemand hier wirklich eine Stadt baut und Videos kommt, dann schickt er uns über eine PN bei YouTube oder über Facebook eine Nachricht. Und dann verlinken wir das Video natürlich bei uns in der Playlist Projekt Burg Sternberg oder so. Hm? Ja, könnten wir machen. Könnten wir machen. Mal gucken, was rauskommt. Ah, da könnten aber viele Videos kommen. Ja, wir werden es erleben. Am Ende wird das eine bunte Sammlung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Download-Video vom Mittelalterstudio Windtor. Ich bin der Kumpel und dahinter mir in den Büschen ist der Groschi. Moin! Und daneben, das ist der Würxel. Hallo! Aber der Würxel und ich übergeben an der Stelle eigentlich fast komplett an den Groschi und lassen den jungen Mann mal machen, weil der hat euch was Tolles mitgebracht zum Download. Ich hab den Baum tot gemacht. Ich hänge. Jetzt. Dann reparieren bitte. Wächst nach. Ja, ich hab nicht gesehen, was kaputt war. Moment. Ja, dann ist okay. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ich glaube, dass... Da fehlt die Ecke, genau. So. Tja, ihr habt gesehen, man kann hier was abbauen. Ja. Genau das ist das Prinzip. Einmal hochfliegen. Ja, ich komme. Wir haben uns den Spaß gemacht. Wir haben wieder die Originalkarte genommen, also die Originalmap, die auch von Server ist. Haben die Burg genau da eingefügt, wo sie steht. Ja, passte wieder perfekt. Die Idee kam vom Kumpel, weil Kumpel war der Meinung, letzter Zeit habe ich wieder so ein Survival-Fimmel, wo ich einfach nur durch die Gegend renne und so ein bisschen blöd rumsurvive. Und deshalb ist die Burg jetzt rausgegeben, somit die komplette Map, nicht bebaut, aber die original unbebaute Map. Die original unbebaute Map. Genau. Genau. Und da könnt ihr dann losklingen, survivalen, alles niederklöppen, die Burg mit TNT sprengen, keine Ahnung, habt ihr nicht gesehen und wollt ihr nicht machen, ist nicht nett. Was? Na, so mit TNT gesprengt wird sie, glaube ich, nie. Nein. Die ist viel zu hübsch. Ah, ich habe die Taube gefunden. Oha. Aha. Und an der Stelle mal ein kleiner Tipp an die Leute, die ein bisschen rumexperimentieren wollen. Es kann sich lohnen, wenn man sich Field-Maps geben lässt. Also gefüllte Landkarten bei Minecraft. Man muss dann halt Nummern durchprobieren. Das geht bis irgendwie in den 300er-Bereich. Aber da sind einige dabei. Warum kommst du mir so nah? Ich verwirrt bin gerade. Da sind einige dabei, die lohnen sich, denn unsere Maps sind mit in dieser Welt dabei. Und damit auch alle Bilder inklusive solchen Kleinigkeiten wie Fensterläden oder... Ah, Image-to-Map. Ja, Image-to-Map. Nacktfotos von Groschi. Ah. Nein, Quatsch, das war ein Scherz. Es gibt keine Nacktfotos von dir. Puh. Magst du noch was zu deinem Download sagen? Das ist übrigens die Burg Sternberg. Das hat der Groschi noch gar nicht gesagt. Und zwar ist die für Survival eingerichtet worden. Ach, hier ist Fenster. Ja, was heißt eingerichtet? Also an sich ist sie genauso eingerichtet wie vorher. Es wurden ein paar Fackeln noch dazu gesetzt, dass wir hoffen, dass in der Burg nichts spawnt. Wie gesagt, wir hoffen's. Spinnen können immer noch über der Mauer. Und ja, Kumpel hat extra das Burgtor noch ein bisschen bearbeitet, dass es zugeht, richtig? Ja. Ohne dass er das optisch wirklich großartig umgebaut hat. Aber da gehen wir jetzt nicht dichter ran. Da gehen wir nicht dichter ran, weil da ist für euch eine ganz tolle Überraschung vorbereitet, die wir euch nicht zeigen wollen in diesem Video, die ihr selbst entdecken sollt. Jo. Ja. Jo, kommt da unten aus den Bäumen. Ansonsten wären genauere Infos. Schau mal, da ist ein Wetterhahn. Oh. Oh, ein Wetterhahn. Tu's nicht, Wetterhahn! So, meine Wetterhahn! Ansonsten, wer genauere Infos über die Burg haben will, downloaden oder vielleicht sich auch nochmal das Video dazu ansehen. Ich glaube, beim Video war sogar der Professor von Reaktion Heutix könnte eventuell mit beigewiesen werden. Ja, der Professor war dabei und das Video gibt's deshalb in drei Fassungen. Einmal, am wichtigsten natürlich, auf Groschis Kanal.
dann am unwichtigsten im Mittelalterstudio Winter und auch noch am mittelwichtigsten bei der Redaktion Holtex. Ne? Warum? Am unwichtigsten. Ja, man muss die Gäste und die so Mitbeteiligten ja doch immer nach vorne stellen. Die Videos haben alle kleine Unterschiede. Es kann sich lohnen, mal in alle reinzugucken. Ja, meins hat den größten Unterschied. Ja, deins hat den tollsten Anfang. Und was ist das? Das war meine Bombe. Oha. Also wird's Zeit, dass deine Burg zum Download rauskommt und wir Schluss machen? So war das nicht gemeint. Aber trotzdem, sonst brennt mir was an. Ja, sag ich doch. Herr Würxel, bitte in die Luft. Was? Ah. Ja. Herr Würxel, wir rufen Herr Würxel, bitte. Wollen wir uns kurz umdrehen? Also die Welt ist komplett unsere Welt, nur eben leer bis auf die Burg Sternberg. Bin da. Habe ich Mattisburg vorhin gesagt? Nein, ne? Matthias? Matthiasburg. Nein, ist die Burg Sternberg, nicht die Matthiasburg. Ich muss mal darüber. Oha. Hallo. Jetzt wird's wieder knuschelig. Wo guckt ihr denn hin? Was ist denn da oben? Ach, da. Da ist die Kamera. Jetzt sehe ich's auch. Habt ihr was? Viel Spaß mit dem Download. Groschi, hast du noch irgendwelche Voraussetzungen, um sie zu verwenden, die Burg? Ist irgendwas, was du noch genannt haben möchtest? Irgendwas, was du gesagt haben willst? Voraussetzung ist... Oh Mann, Voraussetzung ist, dass ihr downloadet. Ach und so. Spaß habt. Spaß haben ist immer. Genau, das ist das Allerwichtigste. Downloaden, Spaß haben und benutzen. Richtig. Das war's von uns. Ja. Ciao. Achso, nee, warte. Hast du schon Stopp gemacht? Nein. Wer jetzt selber einen Kanal bei YouTube hat, kann ja eventuell sogar, wenn er jetzt so 1, 2, 3 Häuschen gemacht hat, ein Video drüber machen und das bei uns bei unten eben melden. Und dann gucken wir uns das Video mal an, weil ich bin schon neugierig, was ihr da so draus macht. Ja, und die werden natürlich dann auch die Videos, da machen wir eine Playlist bei uns, würde ich sagen. Wenn Videos kommen, wenn jemand hier wirklich eine Stadt baut und Videos kommt, dann schickt er uns über eine PN bei YouTube oder über Facebook eine Nachricht. Und dann verlinken wir das Video natürlich bei uns in der Playlist Projekt Burg Sternberg oder so, hä? Huh? Ja, könnten wir machen. Könnten wir machen. Mal gucken, was rauskommt. Da könnten aber viele Videos kommen. Ja, wir werden es erleben. Am Ende wird das eine bunte Sammlung. Ist auch egal. Mal gucken, vielleicht machen wir was draus, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall bin ich so ein bisschen neugierig, was ihr da draus macht. Das liegt am Ende bei euch, genau. Haha, ich bin der Größte. Okay. Groschi ist weg. Ja, der Groschi hat sich diesem... Winke, winke. Winke, winke. Tschüss.